Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bedrock Guide. Mein Name ist Lars LP und heute werden wir das Dorf weiterbauen. Dafür habe ich mir hier schon mal Stein genommen und bin hier runtergelatscht. Jetzt werden wir das Ganze einmal brutzeln, damit wir auch genug Steinziegel dafür bekommen und dann zumindest die untere Etage vom Dorf fertig machen können. Ich hoffe, dass auch genug Wolle oben drin ist in unserer Wollfarm, damit wir gleich auch die Hauswände und alles hinbekommen. Okay, hier kriegen wir nicht alles gebrutzelt, dann nehmen wir hier noch ein bisschen raus und tun das da mal rein. Und jetzt müssen wir mal warten, bis das alles Stein ist. Aber wir haben auch noch einen Haufen Schießpulver und damit habe ich was vor. Netherite-Rüstung in 10 Sekunden. Ja, so in etwa. Dafür gehen wir jetzt mal gerade einmal kurz hier hin. Ich muss gucken, was wir für TNT noch brauchen. TNT. Da brauchen wir noch ganz viel Sand. Und wo haben wir eine Wüste? Genau, da hinten. Also, mit der kaputten Elytra einmal hinfliegen. Und nicht mal eine Schaufel dabei. Boom. Okay, wir müssen nochmal nach Hause. 1, 2, 3 und boom. Ja, das geht. Effizienz 4, Haltbarkeit 3. Wunderbar, Glück egal. Haben wir halt Glück. Okay, guck mal hier nochmal gerade. 1, 2, 3. Boom. Peinigung 4, wow. Super, yay. Beste Schwert von Welt oder auch eben nicht. Und jetzt müssen wir mal Sand sammeln. Okay, das ging schneller als gedacht. Das war keine Minute, keine zwei. War das da schon rausgehauen? Okay, dann gehe ich mal zurück. Wir machen mal TNT und dann schauen wir mal, wie schnell wir eine komplette Netherite-Rüstung hinbekommen. 51 TNT. Ich glaube, das reicht nicht für eine gesamte Netherite-Rüstung mit einem Schlag. Aber wir können es versuchen. Also wollen wir uns nicht beschweren. Flupp. Einmal rein hier. Einmal hier runter. Und jetzt gehen wir einfach auf Höhe. Ja, wir gehen erstmal weiter weg, ne, weil wir haben hier schon so viel gesprengt. Wir gehen einfach mal hier hin und dann gehen wir auf Höhe 11, genau. Und dann machen wir jetzt einfach ganz langen Gang. Einen ganz, ganz langen Gang. Oh, hier haben wir auch schon gesprengt. Das ist ja doof. Dann machen wir den Gang einfach um die Ecke hier. Ich glaube, das reicht, oder? Reicht, oder? jetzt machen wir einfach so jeden zweiten Block ein TNT und dann zünden wir das an. Das gibt nämlich eine Kettenreaktion. Unheimlich viel wird freigesprengt. Wir brauchen nur noch uns den Schutt zu nehmen, den Antiken. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, relativ schnell genug zusammen, um unsere Rüstung komplett zu transformieren. Und ohne Feuerzeug kommt man sehr weit. Okay, wo sind wir nochmal? Achso, wir müssen hier lang. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da schnell ein Feuerzeug besorgen. Hallo! Boom! Okay. Ey. Krieg ich das nicht auch mit einer Redstone-Fackel an? Ja, ne? Ich meine, ich krieg das auch mit einer Redstone-Fackel an. Das geht ja. Ist ja ganz gut. Dann brauchen wir nämlich gar nicht irgendwie weiter weg. Dann können wir das einfach so anzünden. Dann schauen wir mal. Wir machen das nämlich einfach so, dass wir hier so. Geht das? Und dann mache ich so. Juhu! Kettenreaktion! Kommt mir entgegengeflogen. Toll. Warum ist das nicht angegangen? Aber da ist schon mal eins. Wie doof. TNT verhält sich hier ganz anders als in der Java-Version. Aber dann machen wir es halt anders. Dann machen wir jetzt hier einfach einen großen Block, der in die Luft fliegt und überall hinfliegt und alles in die Luft jagt. Fertig. So. So. Gib Gas. Viel Spaß. Ich bin raus. Au, ich habe gesagt, ich bin raus. Aber da ist schon mal wieder eins, das ist auch sehr gut. Oh, sogar mehr als eins. Sehr, sehr gut. Ist hier sonst noch irgendwo was? Da ist nur eins, nice. Selbst wenn das TNT komplett aneinander gebaut ist, funktioniert das nicht. Selbst dann hält es das nicht aus. Also zündet sich das nicht immer weiter an. Wie komisch ist das bitte? Das ist so merkwürdig einfach. Aber gut, dann müssen wir es nochmal anzünden. Ich meine, was soll ich machen? Keine Ahnung. Okay. Tschö. So. Jetzt müssen wir das ganze TNT weg haben, ne? Und wir haben... Wow. Wir haben genau einmal antiken Schutt gefunden. Wie viel Pech kann man denn haben? Guck mal hier, einmal. Wow. Also zwei Stück, aber wow. Sonst nix. Also...
das neue Erz und ich, wir werden keine Freunde. Das ist schon das zweite Mal, dass ich so danach farmen gehe und ich kriege einfach nichts zusammen. Guck mal, was wir hier gesprengt haben. Dass wir hier wirklich alles gesprengt haben. Und das ist ja nur ein Part. Ne? Hier ist ja der zweite Part, den wir gesprengt haben. Und wir haben exacto mundo, haben wir 6 Stück. Das ist unnormal. Unnormal. Einfach unnormal. Okay, es sind dann 12 Stück geworden. Immerhin. Damit kriegen wir ein bisschen was gemacht. Das ist ganz gut. Handeln brauche ich mit dir nicht. Aber habe ich noch Gold hier irgendwo? Nuggets habe ich. Ich brauche aber richtiges Gold. Nicht nur Nuggets. Ich meine, Nuggets sind auch gut. Aber richtiges Gold wäre viel besser. Dann brutzeln wir mal den Schutt. Ey, Mann, ich wollte Zeitraffer machen. Jetzt nervt doch nicht. Ich wollte den Schutt in Zeitraffer zerlegen. Ah, toll. Daraus ist ja wohl schon mal nichts mehr geworden. Danke, Zombie-Baby. Okay, wir müssen... Wie war das? Ich glaube, so. Ne? Und so. Ja. Juhu, haben wir schon mal einbacken. Und jetzt können wir an den Schmiedetisch gehen. Habe ich hier gar keinen mehr, ne? Den habe ich ja weggeräumt. Okay. Wo habe ich den hingeräumt? Hier unten? Ja, genau. Schmiedetisch. Dann packen wir den mal hier ins Häusle. Damit auch mal so langsam der Kram hier ins Haus kommt. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir überhaupt nehmen, ne? Also was machen wir denn zu... Nether-Kram-Gedönsel. Können wir uns Nether-Leitung machen? Das wäre cool. Brustplatte haben wir schon. Zwar nur mit Explosionsschutz. Das ist alles gar nicht verzaubert. Das ist immer richtig schäbig. Warte, ich gehe mal verzaubern. Habe ich noch Lapis dabei? Ja, wir gehen mal verzaubern. Einfach so, wir gucken, was rauskommt. Möge das Glück mit uns sein. Und der Hose. 1, 2, 3. Schusssicher und Haltbarkeit 3. Das ist ja okay. Der Helm. 1, 2, 3. Atmung. Das ist cool. Aber haben wir nicht einen Helm mit Atmung? Warte, Helm lass ich mal weg. Ne, ich hab keinen Bock auf Dorn. Du bist auch so eine Dorne. Ja, komm hier. Wow, schusssicher und Dorn. Das macht gar keinen Sinn, Mann. Ah! Nochmal schusssicher. Ernsthaft jetzt. Schusssicher, schusssicher, schusssicher. Oh, wir haben gar kein Glück. Ich nenne die Folge einfach größter Pechvogel EU-West oder so. Echt mal. Was soll das denn? Gut, dann müssen wir... Ja, müssen wir... Hatte ich, Achso, hier hatten wir ja ED noch, ne? Brauchen wir gar nicht. Der hat auch Atmung und schusssicher. Der hat Haltbarkeit schusssicher und Dornen, ja. Na komm, dann machen wir uns endlich komplette Netherite-Rüstung, damit wir auch mal damit bedeckt sind. Schmiedetisch hier, wir brauchen noch, wir haben Helm und Brust, wir brauchen noch Hose. So, und Schuhe. Nicht mit Lapis. So. Und anziehen. Juhu. Leider kein Achievement, ne, oder? Nee. Eine Folge war ich am Kreativ, habe ich ja erzählt. Das war blöd, na egal. Ich bin eh nicht so der Achievement-Jäger, mir ist das relativ Wurst, Schnurzpiepe. Von daher, komm, können wir den noch nehmen? Können wir den machen? Toll, den gibt's nicht in... Toll. Aber das, ne? Klar, logisch. Warum auch nicht? Verpeinigung 7, das ist voll für die Tonne. Ja, komm, Schwert. No! Okay, aber kommen wir jetzt mal zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Wir wollten das Dorf bauen. Ey! Danke. So noch. Und hier der letzte Stack. So. Ja, komm, wir können hier. Ich kann eigentlich alles weg tun, weil wir haben von dem ganzen Kram hier, von diesen. Haben wir alles so viel. Nee, das brauche ich ja noch, ne? Das bleibt. Und das nehme ich auch noch mit. Und vielleicht noch ein bisschen Andesit können wir auch mitnehmen. Ganz gut. Ein bisschen Diorit können wir mitnehmen. Das ist alles okay. Aber den Rest können wir hier eigentlich. Den Bogen lassen wir auch nochmal hier. Einen Pfeil könnten wir noch gebrauchen. Müssen wir gleich holen. Aber den ganzen anderen Kram, den können wir eigentlich hier. Hier Kies können wir auch noch mitnehmen. Aber hier das können wir eigentlich alles hier lassen. Diese ganze Kettengedönsel und weiß ich nicht. Und hier ist noch mehr Stein. Ich hätte das doch gerne in Timelapse gebaut, ne? Aber ich krieg einfach nicht mein Handy plus den Rechner auf dasselbe Realm. Das ist ganz komisch. Eins von beiden fliegt immer raus, sehr merkwürdigerweise. Und dafür bezahle ich dafür Geld. Ja, genau. Deswegen werden wir das so machen, dass ich einfach mal ein bisschen baue und werden zwischendurch immer Stopp machen und uns mal ein bisschen angucken und dann wieder bauen und Stopp und bauen und Stopp und bauen und Stopp. Und ja, ich glaube, das wird ganz gut, ne? Legen wir also los. Bevor wir aber loslegen mit dem Dorf, kannst du das Video gerne liken, wenn es dir gefällt, den Kanal kostenlos abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du ein bisschen supporten magst, kannst du auch gerne Kanalmitglied werden, indem du einfach unter dem Video auf Mitglied werden drückst. Aber wir legen jetzt los. Nummer 1 steht. Und das hier ist Nummer 1 von unserem Dorf, was wir heute bauen. Es ist ein bisschen geschummelt, weil ich habe jetzt nur die Front nach innen gemacht, damit das natürlich am Ende recht schön aussieht. Ne? Und hier hinten ist das dann so ein bisschen platt. Ne? Da ist einfach noch nichts detailliert. So ein bisschen
bisschen Hollywood-like, ne? Der Schein ist geil, der Rest ist gelogen, aber hier haben wir schon mal so ein kleines Haus mit so einem kleinen Balkon, ne? Hier drin ist halt auch noch nichts, aber man kann hier hoch, hier oben hat man so eine kleine Etage, hier mit so einer Terrasse und ja, das Ganze ist ziemlich ähnlich gebaut wie das da drüben, nur dass wir halt jetzt ein etwas kleineres Format haben und unten halt eher Stein, also so Bruchstein, ne? Das ist so ein bisschen mit Bruchstein umrandet. Aber eigentlich schon ganz niedlich. Weiter geht's. Nummer 2 ist die Taverne. Genau, die ist jetzt hier ein bisschen größer geraten und auch gar nicht so detailliert gemacht wie das hier. Weil ich möchte die gerne mit euch zusammen einrichten und so ein paar Möbel besprechen, so ein paar schöne Dinge, ne? Oh, hier sind noch Löcher am Dach, hier ist die Wand noch nicht zu. Also, es ist noch nicht ganz, ganz fertig, aber das ist auch nicht so schlimm. Es geht ja nur darum, dass man sieht, wie soll das am Ende ausschauen. Und die ist schon so ein bisschen größer, vielleicht so ein bisschen moderner, ein bisschen wie im Forum gemacht, dass man hier reingehen kann. Und hier hatte ich mir überlegt, so eine Rille zu machen, weißt du, wo Regen irgendwie ablaufen kann oder so, damit das Gebäude nicht unter Wasser steht. Deswegen habe ich da so mit Treppen so eine Rille reingemacht mit Wasser. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Kleine Fenster, ne, kleinen Kamin, da müsste ja auch warm drinnen bleiben. Und auch hier unten so kleine Fenster. Ich glaube, so eine Taverne war mal so ein bisschen düsteres Eckchen. Wobei das hier schon recht groß und einladend wirkt. Aber ich glaube, die richten wir auf jeden Fall zusammen ein und gucken mal, wie man so Möbeln alles machen kann. Und damit kommen wir zum dritten Gebäude. Und Nummer 4. Nummer 4 ist die Schmiede. Nein, genau genommen ist 3 die Schmiede. Ich habe die Schmiede umgedreht. Die ging erst so nach außen. Ich habe dasselbe einfach nach innen gebaut. Und dann in zwei Richtungen den Schmiedeturm ein bisschen höher gemacht. Hier Eisenfalltüren drauf mit einer Redstone-Fackel drunter. Unter dem Magma-Block funktioniert. Und ja, hier in der Mitte so ein Pavillon, ne, wo man dann auch, wenn es regnet und so weiter, hier schmieden kann und machen kann und weiß ich nicht und so, so. Dirt, also grobe Erde drumherum, ein bisschen Gehweg, weil ich denke, das ist hier recht heiß, sehr platt getreten. Ich glaube nicht, dass man hier wirklich Bruchstein hinmacht oder sonstiges. Die Erde regelt. Damit das Ganze nicht einfach so irgendwo um nirgendwo steht, ist die Nummer 4 ein Stück alte Stadtmauer. Ich habe so ein Stück Stadtmauer hier reingebaut. Wirklich nur Bruchstein, Treppen, Stufen. Ne? Außen habe ich dann so, ja, so Walzen, keine Ahnung, wie man das nennt, habe ich so gemacht aus Steinziegel mit Treppen drauf. Ganz, ganz simpel. Und dann halt so ab und an mal eine Treppe rein, eine Stufe rein, ein bisschen bemoosten Bruchstein noch gemacht und schon hier draußen noch Stufen hingelegt und schon hat man so ein bisschen so eine altes Stück Stadtmauer. Und hier können wir dann natürlich wieder diese Durchgangsverbindung machen, die wir auch da hinten gemacht haben, ganz einfach. Hier muss ich mal gucken, was hier hinkommt und was hier auf die andere Seite hinkommt und was ich mit dieser Baumfarm da noch mache, weiß ich nicht, weil das Problem ist, dass die so ein bisschen in diese Taverne und in diese Häuser hier so richtig ranragt. Das ist irgendwie nicht so cool, aber wenn wir hier drumherum eh ein riesen Nether-Biom machen, dann könnte das auch stehen bleiben, dann fällt das gar nicht mehr so auf. Was aber jetzt noch fehlt, sind natürlich viele, viele, viele Details und hier ein oder zwei Gebäude. Ich glaube eher zwei und zu denen kommen wir jetzt. Und fertig! Wow, ihr seht schon, es hat sich mega verändert. Wir gehen einmal kurz durch von hier vorne. Das war ja unser Weg hier, ne, der noch nicht fertig ist und unser erster Eingang, den wir auch schon so ein bisschen Detailarbeit betrieben haben. Sieht auch gleich viel schöner aus, ne? Und hier mit diesem Vorgarten, hier, das muss natürlich noch gemacht werden, aber an sich schon ganz schick, ne? Und jetzt, was alles dazugekommen ist. Ich habe hier einfach zugemacht mit so einem kleinen Stückchen Mauer, ein bisschen Gehweg hin. Vielleicht bekommt das Haus ja auch noch so ein Gärtchen, damit wir hier so eine kleine grüne Ecke haben, weil das ist so ein bisschen in Ecken aufgeteilt hier. Dann haben wir ja dieses Haus hier hinbekommen, hier die Taverne hinbekommen. Die werden wir auf jeden Fall gemeinsam einrichten. Allgemein werden wir ein, zwei Folgen für die Dekoration des Dorfes nutzen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich diese Häuser so in den Cuts gebaut habe. Das Ding ist einfach nur, das Ganze wären bestimmt 20 Folgen gewesen. Und, naja, ich sag mal, 20 Folgen Block für Block für Block für Block ist natürlich auch nicht so geil. Deswegen dachte ich, wäre das die bessere Variante. Aber hier haben wir ja die Taverne. Hier neben soll noch so ein kleiner Eingang kommen in vielleicht so einen düsteren Keller oder so, wo so ein bisschen die Kriminellen rumhängen. Ich weiß es nicht genau. Dann haben wir ja hier den nächsten Durchgang, den ich hier hingemacht habe, direkt an die alte Stadtmauer, das alte Stück Stadtmauer dran, mit der Stadtmauer und der Schmiede, die wir nach innen gedreht haben. Das ist auch schon so ein bisschen dekoriert mit Boden und der Amboss und so, aber natürlich noch nicht fertig. Dann habe ich hier im Prinzip ein Wachhaus, Wachposten, wie auch immer, nicht so wie der Turm, so ähnlich dran gemacht, weil ich dachte, hey, da ist doch die Stadtmauer, die geht genau dran vorbei. Vielleicht kann man da was machen, dass man die hier einfach nochmal so ein bisschen entlang zieht und das Haus da dran macht, dass es vielleicht so aussieht, als wäre das hier früher der Eingang mal gewesen oder
vielleicht so eine Kontrollstation, ich weiß es nicht. Und direkt daneben ein Stückchen Mauer noch, die im Nachhinein reingezogen wurde, wo man dann so eine Trainingsecke gemacht hat. Ne? Also so eine kleine, hier kann man Pfeil und Bogen, da kann man so ein bisschen Nahkampf üben. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Und jetzt müssen wir uns mal den Kartenunterschied angucken. Wir haben hier eine leere Karte, die manchmal... Wupp. So, wir gucken jetzt mal... Oh, wie cool das schon aussieht. Leider nicht ganz. Ja doch, ist eigentlich alles drauf, ne? Guck mal, an der unteren... Na toll, wenn ich F1 drücke, ist auch... An der unteren Hälfte, also da wo unsere Rüstung ist, ist auch die Stadtmauer, ne? Da ist auch die Stadtmauer. Und wenn wir jetzt mal gucken gehen, wie das aussieht im Vergleich zur Karte, die wir gemacht haben. Übrigens habe ich hier die Leiter noch ein bisschen repariert. Waren ja mal Phantome zwischendurch da. So, machen wir gerade... Okay, das ging ja noch gut. Wir haben ja hier mal diese Karte gemacht, die sich nicht verändert, ne? Und guck mal, wie das da aussieht. Dorfvorbau. Ja, ja, Vorbau, ne? Und Dorfvorbau. Also der Dorfvorbau. Das war das Dorf, wie wir es angelegt haben mit dem ersten Haus. Und das ist das Dorf, wie es jetzt aussieht. Das ist schon mega cool. Und wenn wir überlegen, dass wir hier drumherum, also hier würde ich gerne so wirklich groß drumherum, würde ich gerne ein Nether-Biom draus machen. Guck mal, da ist noch der Ofen nach außen, ne? Die Schmiede. Und hier ist die Schmiede einfach so fett nach innen. Finde ich voll cool. Aber ich würde hier gerne so richtig, richtig mein eigenes Nether-Biom draus machen. Das wird zwar klein, aber trotzdem denke ich, wird das ganz cool, weil wir können hier einiges machen. Aber ich denke trotzdem, das wird ganz cool, vor allem wenn wir sehen, der Weg, der da unten rechts noch weggeht, der wird ja dann auch rüber zu unserer Farm führen und dann werden wir die Map hier auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern, weil unsere Farm wäre ja dann irgendwo hier wäre unsere Farm. Also wir werden hier eine richtig große Map machen und dann können wir auch immer schön sehen, was sich hier so alles verändert. Finde ich mega, mega gut. Und nächste Folge kommt etwas, was ich mega feier. Aber für diese Folge soll es das gewesen sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann kannst du das Video gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren und Teil von Team LarsLP werden. Von meiner Seite heißt nur vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao. Mit Brot.